Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuhörer und liebe Gäste. Seit 2019 bin ich ein energiepolitischer Sprecher, darf das sein hier für die Alternative für Deutschland und habe in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen, dass die Energiewende gescheitert ist. Nun kann man sicherlich anderer Meinung sein und wir werden das heute sehen, dass wir andere Meinung sind und werden auch darüber hoffentlich ordentlich und ruhig diskutieren. Ich finde es bloß schade, dass für die COA bloß einer spricht und nicht mehrere Parteien, aber das ist nun mal so. Nun ist die Phase eingetreten, in der das Scheitern sich nicht mehr verbergen lässt. Der kürzlich ergangene Spruch des Bundesverfassungsgerichts zu dem in einem Schattenhaushalt platzierten Klimatransformationsfonds und das Infragestellen des vermutlich ebenso rechtswidrigen Wirtschaftsstabilitätsfonds entziehen dem eingeschlagenen Weg die Grundlage. Allen Ernstes beklagt sich eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums beim Medienportal Euratief darüber, dass es keine Stromimporte nach Deutschland aus der Not heraus gäbe, sondern nur deswegen, weil der Strom im Ausland billiger sei. Ich stelle fest, die Energie ist also bei uns teuer. Der Ausstieg aus der grundlastfähigen emissionsarmen Kernkraft verschiebt die Kraftwerke in der Merit Order nach links. Sie müssen also teure fossile und zertifikatbelastete Kraftwerke sichern, den Strom liefern. Das ist wirtschaftlich wie aus Sicht der Emissionen natürlich schlecht. Wir haben im Europaausschuss und bei unseren nach der Corona-Krise wieder aufgenommenen Ausschussreisen einige europäische Botschafter gehört. Sie bieten uns Deutsche Hilfe an bei der Energiepolitik. Ich stelle fest, Deutschland ist hilfebedürftig. Die französische Energieministerin sagte, es ist ein Widerspruch, einerseits massiv französischen Atomstrom zu importieren und andererseits jeden Text und jede Gesetzgebung in der EU abzulehnen, die den Mehrwert dieser kohlenstoffarmen Energieform anerkennt. Ich stelle fest, Deutschland handelt widersprüchlich. Es ist heuchlerisch, die Energietechnologien, in denen Deutschland verteufelt werden, beim Energieimport immer mehr nutzen zu müssen. Strom aus Kernkraft und Kohle sowie LNG. Brandenburg trägt mit seinem forcierten Weg des Ausbaus der sogenannten erneuerbaren Energien diese teure, hilfsbedürftige und widersprüchliche Politik länderseitig mit. Der Brandenburger Städte- und Gemeindebund glaubt in seinem jüngsten Papier zu den Erwartungen an die Politik im Wahljahr 24 feststellen zu können, dass die Brandenburgerinnen selbstbewusst in die Zukunft blicken können. Hierzu ist zu ergänzen, dass politische Entscheidungen vor allen Dingen das Leben im Wahljahr 2024 teurer machen werden. Die weitere Verknappung der CO2-Zertifikatpreise werden die Strompreise weiter treiben. Die Einbeziehung der Müllverbrennung in den Emissionshandel wird die Gebühren steigen lassen, ohne dass es eine Lenkungswirkung gibt, die dem Klima hilft. Der steigende CO2-Preis für Öl, Gas und Benzin erhöht die Kosten für Bevölkerung und Wirtschaft und hat im Verbund mit der Einführung der Lkw-Maut für 7,5 und 3,5 Tonner eine enorm preistreibende Wirkung. Die Nutzungsentgelte in Brandenburg, ohnehin überdurchschnittlich hoch sind, steigen weiter an. Die Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fernwärme und Gas erfolgt ab 1. März. Alle eben genannten Positionen sind menschengemachte politische Entscheidungen und nichts davon höhere Gewalt. Es ist denkbar, schlechte Bedingungen selbstbewusst in die Zukunft zu schauen, aber das Wahljahr 2024 gibt Chancen zur Veränderung. Wir fordern daher mittelfristig den Windkraftausbau an Land in ganz Deutschland außerhalb streng abgegrenzter Küstenregionen zu stoppen. Dass den Wald- und Naturschutzgedanken in der Förderpolitik Priorität vor der Errichtung von Windkraftanlagen einzuräumen ist, dass Windradnahmenhöhen sofort begrenzen sind und eine 10-H-Regelung ohne Ausnahmeregelung einzuführen ist. Da wird eine volkswirtschaftliche verantwortliche Partei sein, die nicht wie andere interessengeleitete, funktionssüchtige Kernkraftwerke abschaltet und zerstört,
und zur Versorgung untauglicher Technologien hofiert, wollen wir Gemeinden und Bürger, die bereits Anlagen betreiben, vor finanziellen Einbußen schützen und fordern eine umfassende Reform der Energiepolitik und einen gesunden Energiemix und neue Regelungen zur Einspeisevergütung und Netzentgelten, was besonders für Brandenburg wichtig ist. Da Sonne und Wind doch hohe Rechnungen schreiben, setzen wir, wie die meisten entwickelten Länder der Welt, auf die Zukunft Kernenergie. Das Land Brandenburg sollte Kernenergiepolitik des Nachbarlands Polen im Hinblick die SMR-Technologie und deren Übertragbarkeit und deutsche Verhältnisse sehr genau beobachten und den auch von der Bundesregierung geforderten Einstieg in die Fusionsreaktortechnik unterstützen. Die Energiestrategie Brandenburg muss angepasst werden an der aktuellen Entwicklungslage und die entfallenen Finanzgrundlagen. Ebenso ist die Wasserstoffstrategie hinsichtlich ihrer finanziellen Machbarkeit zu überprüfen. Ein sogenanntes Schaufensterprojekt, eine Elektrolyseanlage, ist soeben in Schleswig-Holstein gescheitert, wegen nicht absehbarer Wirtschaftlichkeit. Mit teurem Strom lässt sich kein billiger grüner Wasserstoff erzeugen. Der Hinweis, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann steig ab, sollte auch in Brandenburg rechtzeitig deutlich Entscheidungen führen. Unser Land in den vergangenen Jahrzehnten immer ein Nettoexporteur von Energie, wird zum Energieimportland werden. Wir werden zunehmend vom Ausland abhängig. Das stolze, selbstbewusste Brandenburg gibt sich auf dem exzessiven, aber unterm Strich erfolglosen Ausbau der Windkraft. Am Freitag, den 17. November gegen 19 Uhr, das ist mal ein Beispiel, erreichte das Kraftwerk Jentschweiler erstmals seit 5 Jahren wieder eine volle Leistung von 3000 MW, nachdem Grüne und andere über viele Jahre die sogenannten Sicherheitsbereitschaft von 2 Blöcken in Frage gestellt haben. Zeigt sich jetzt, das war richtig. Die Windkraft lieferte am Freitagabend gerade mal 12% ihrer installierten Leistung und die PV war ohnehin nicht da. Wie gut, dass wir Kohle noch haben. Ja, danke schön, Herr Breetz. Lassen Sie uns den Brandenburger Adler ruhig und alleine fliegen in Freiheit und ohne Verbote finden Sie den richtigen Weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. War ein bisschen eigenartig, aber so zu erwarten. Ich komme als Erster zu Herrn Wieder. Ja, ich muss Ihnen sagen, vielleicht haben wir uns da nicht richtig genau ausgedrückt mit dem Punkt 4. Aber wir wollten damit im Prinzip die Kommunen schützen. Also sollte keiner denken, dass wir jetzt, wenn wir das durchdrücken würden, wenn wir jetzt Verantwortung übernehmen würden, dass jetzt hier alle Windkraftanlagen verschwinden und auch wo die Kommunen davon partizipieren, da, wie gesagt, irgendwelche Verluste erleiden. Es geht nur da. Ja, es ist gut. Jetzt komme ich mal zu Herrn Walter. Ja, ich habe Sie gesehen, Sie sind schon zu den Grünen übergewandert. Also mal ganz ehrlich, erstmal sehe ich keine bunten Geister. Also das kann ich Ihnen hundertprozentig sagen. Ich könnte jetzt lächerlich sagen, wissen Sie, warum die 10-H-Regelung in Bayern abgeschafft wurde? Weil die sowieso keine Windräder aufstellen, die Bayern. Die sind nämlich ein bisschen schlauer als wir. So, das ist das Erste. Und wenn ich dann höre von Ihnen verstrahltes Murmeltier, ja, also den Film habe ich ja auch geguckt, täglich grüßt das Murmeltier, den kenne ich. Also auch wenn ich den Antrag so ähnlich vielleicht nächstes Jahr wieder bringe oder im Dezember, weil dass die sich richtig aufregen, da müssen sich dann was einfallen lassen als Murmeltier. Das zieht nicht. So, na klar, wenn jetzt irgendein Projekt gestorben ist, wie Sie sagen, in Amerika mit der Kernenergie, wollen die jetzt in Sonne und Windkraft investieren. Na, warum denn? Weil die Branche richtig gefördert wird. Da kannst du richtig Geld mitmachen. Umsonst hat, das ist so. So, Sie haben mir gesagt, Sie wissen bei erneuerbaren Energien die Kosten komplett. Wir haben ja noch nicht mal die Kosten für die Entsorgung, weil die ja nicht entsorgt werden können. Wo werden denn die Windräder entsorgt? Das möchte ich von Ihnen mal wissen.
Ach, hören Sie auf mit den Atommüll. Und jetzt noch mal ganz zum Schluss, möchte ich sagen, bleiben Sie mal ruhig, Sie tun immer so, als wenn das alles hier für Nulle wäre und nicht gefördert wird oder keine Subventionen sind. Jetzt sage ich Ihnen mal eins, Vattenfalls Offshore-Park vor der englischen Küste eingestampft, lohnt sich nicht. Siemens Energy braucht staatliche Hilfe 7 Milliarden, weil sie ja so gut klarkommen mit erneuerbaren Energien. Europas größter Windpark in Schweden vor der Insolvenz. Ja, was sagen Sie dazu? Also Sie brauchen nicht so tun, als wenn das alles so locker vom Hocker geht. Nee, können Sie vergessen. Herr Abgeordneter, lassen Sie noch eine Zwischenfrage noch zu? Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.